Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch den ersten Babyhaul abdrehen. Es hat sich bereits sehr, sehr viel angesammelt und ich wollte euch das einfach mal abdrehen, damit ich die Sachen erstens wegsortieren kann und damit die Hauls einfach nicht so lang werden. Es ist nämlich doch schon eine ganz schöne Menge und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich verlinke euch natürlich alles, was ich finde, unten in der Infobox. Das heißt, da einmal reinschauen, wenn ihr irgendwann wissen wollt, woher etwas Bestimmtes ist. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem größten Teil an, was ich hier stehen habe. Und zwar unserer neuen Wickeltasche. Die ist wieder von Bupu. Da hatte ich ja bereits bei Lia eine. Und jetzt habe ich mich wieder für Bupu entschieden. Einfach weil sie optisch richtig toll aussieht. Sie ist mega praktisch, hat mega viele Fächer. Und da wir jetzt eventuell zwei Wickelkinder haben, das wissen wir ja nicht, je nachdem, ob Lia trocken wird. Ja, da weiß ich ganz genau, hier passten auch zwei Kinder rein und auch zwei Kinder mit Stoffwindeln. Und dementsprechend haben wir uns hier wieder für ein Bupu-Modell entschieden. Und zwar, weiß ich gerade gar nicht, wie das Modell heißt. Ich glaube Milan. Auf jeden Fall ist es außen Anthrazit, wie ihr seht. Und hier am Gürtel und innen ist es so beige mit goldenen Punkten. Also ich bin einfach mega, mega verliebt. Kann ich auch mal so zeigen, was da so dabei war. Hier seht ihr nochmal die Punkte bzw. das Innendesign. So, also wir haben dazu noch eine Babydecke bekommen, auch von Bupu. Die ist so ein cremeweiß, richtig schön. Ich liebe ja solche Strickdecken. Dann gibt es bei Bupu auch extra für die Wickeltaschen ein Regenverdeck. Das finde ich auch mega praktisch. Genau, kann man dazu bestellen. Dann gibt es auch diese Kinderwagenhaken. Die müsst ihr auch dazu bestellen, aber die gibt es immer farblich passend. Hier zum Beispiel jetzt in beige. Dann haben wir ganz viele Spucktücher noch. Die haben sie nämlich auch da im Angebot. Ganz viele Spucktücher. Da haben wir einmal zwei graue und zwei mit solchen Sternen hier. Auch richtig schön. Bekommt ihr auch alles bei Bupu. Die haben ihr Sortiment einfach so krass erweitert, seitdem Lia auf der Welt ist. Und dann gibt es noch solche Baumwollwaschlappen. Die sind richtig, richtig toll. Die sind ungefähr so groß. Und die haben eine richtig weiche Seite und eine ganz normale Frottee-Seite. Und, oh mein Gott, die sind so toll. Und da haben wir hier auch einmal ein Paket. Das sind vier Stück. Und dann haben wir natürlich noch den Gurt, um das Ganze um die Schulter zu hängen. Der ist auch immer nicht montiert, denn der liegt immer hier in der Wickeltasche drinne. Aber ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie die Wickeltasche von innen aussieht. Damit ihr euch das nochmal vorstellen könnt. Also so sieht sie aus. Hat hier überall, wie gesagt, auch dieses beige-goldene Design. Und wir haben hier vier richtig große Taschen und an den Seiten zwei kleine Taschen und in der Mitte halt ein großes Fach. Dann haben wir an der Seite noch eine Tasche, hier vorne noch eine Tasche, an der anderen Seite noch eine Tasche und hier hinten noch eine Tasche, also einmal mit Reißverschluss. Und ihr könnt das hier sogar einmal abmachen. So, und dann habt ihr eine mobile Wickelunterlage dabei. Das ist einfach so mega praktisch. Das sind einfach die Vorteile von so einer Bupu und ja, ich liebe sie einfach. Und deswegen bin ich super glücklich, dass wir jetzt beim zweiten Zwerg auch eine haben. Ich habe mich hier bewusst für was Dunkles entschieden, weil wir hatten damals eine hellgraue und die ist leider total oft dreckig geworden. Obwohl der Stoff sehr leicht abwischbar ist, jetzt einmal mit einem nassen Tuch rüber, dann seht ihr nichts mehr. Aber ich wollte diesmal ein dunkles Modell. Und genau, habe mich deswegen für dieses Modell entschieden und ich bin einfach auch immer noch so verliebt hier von diesen Punkten drin. Ich ja, bin völlig begeistert. Ich glaube, ihr merkt das. So, das ist auf jeden Fall das erste größte Teil, die Wickeltasche. Jetzt machen wir weiter mit einem kleinen Stillkissen. Das sieht so aus. Das finde ich auch mega, mega schön. Das ist mit so ja, Punkten und so kleinen Kronen. Und für mich sieht es irgendwie aus wie so ein Sternhimmel und ich mag das total. Es ist halt so ein ganz kleines Stillkissen, was man sich hier rummachen kann und dann stillen kann. Und es ist auch mega bequem für den Nacken. Also ich schlafe damit total gerne im Moment. Und genau, das haben wir von Lula Love. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Da haben wir noch ein paar andere Produkte, die zeige ich euch gleich.
Und ihr könnt hier natürlich das Design entscheiden und ihr könnt hier auch extra Bezüge noch verkaufen. Und ich finde das Preis-Leistung von dem Kissen hier finde ich mega. Also da war da echt ganz überrascht, als ich den Preis gesehen habe. So, dann machen wir weiter mit Lulalove. Und zwar haben wir da auch noch so ein riesengroßes Musselintuch in hellblau. Und zwar ist das extra zum Pucken. Also es ist echt so ein riesengroßes Tuch. Oh, ich kriege das hier gar nicht ganz auf die Kamera. Es ist auf jeden Fall riesengroß. Und genau, das ist eben wie gesagt so ein hellblau, so ein Musselin. Und das ist extra zum Pucken. Und ich möchte diesmal ein bisschen mehr pucken, weil Lia hat das irgendwie gar nicht geklappt. Und deswegen, genau, wollte ich mich hier damit ein bisschen mehr beschäftigen. Und deswegen habe ich mir so ein großes Tuch bestellt. Und wo ich auch absolut nicht dran vorbeigehen konnte, ist diese Decke hier. Das ist so eine Strickdecke aus Bambus. Richtig weich und richtig kuschelig. Und auch richtig schön groß. Eine richtig schöne Babydecke. Und die ist auch von Lulalove. Ich kann euch das Logo mal zeigen. So sieht das aus. Aber wie gesagt, ich verlinke euch das auch unten in der Infobox. Und oh, ich liebe diese Decke und ich freue mich schon, den Kleinen darin einzuwickeln. So, und dann haben wir noch ein Produkt von Lulalove. Und zwar einmal das Bettwäschenset für das Kinderbett. Thema Kinderzimmer kann ich ja nochmal kurz sagen. Das werden wir von Lia übernehmen. Das heißt, Babybett, Wickeltisch und Kleiderschrank wird alles zum Bruder wandern. Wir haben ja damals extra ein neutrales Zimmer gekauft bei Lia. Einfach, ja, das war super teuer und da wollten wir jetzt auf jeden Fall das fürs zweite Kind auch noch benutzen. Und Lia bekommt ein neues Hausbett und bekommt einen neuen Kleiderschrank. Und das war's dann. Wenn Lia dann noch gewickelt werden möchte, dann wickeln wir sie im neuen Babyzimmer. Und genau, Lia bekommt dann nur einen Kleiderschrank und ihr neues Bett. Das neue Bett ist auch schon bestellt. Es sollte auch schon jetzt die nächsten Wochen ankommen. Hat eine relativ lange Lieferzeit, weil es maßgefertigt wird. Aber das zeige ich euch dann auf jeden Fall auch noch, wenn es da ist. Und hier habe ich, wie gesagt, einmal Bettwäsche bestellt für den kleinen Mann. Das ist einmal ein Kissen und einmal die passende Decke. Das ist diese Babygröße halt. Genau, damit der Kleine dann auch sein eigenes Bettzeug hat. So, dann habe ich etwas genäht für den Schatz. Das wollte ich euch auch einmal zeigen. Und zwar mein erster Homie Overall. Genau, das ist so ein Overall, den habe ich selber genäht. Und den wollte ich euch auch einmal zeigen. Das ist mein erstes Exemplar gewesen und den finde ich einfach so süß, dass ich ihn nicht hergeben kann. Und deswegen bekommt ihr mein kleiner Schatz. So, bevor ich euch jetzt die ganzen einzelnen Kleidungsstücke zeige, wollte ich euch nochmal etwas Großes zeigen. Und zwar unsere neue Babytrage. So sieht die aus. Die ist von Cocardi. Denn bei Lia hat es mit dem Tragen bei mir absolut nicht geklappt. Sie mochte es nicht, sie wollte es nicht und dann hat Felix es mal ausprobiert und bei Felix ist es der absolute Wahnsinn gewesen. Lia wollte nur mit Felix getragen werden. Ist natürlich schön, dass der Papa auch irgendwas hat, was die Mama nicht so gut kann. Aber ich würde gerne beim zweiten Kind ein bisschen mehr tragen und auch viel früher von Anfang an. Lia habe ich erst, glaube ich, mit 2, 3 Monaten getragen und ich habe mich einfach nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt beim zweiten Kind würde ich das gerne einmal angehen. Ich habe mir jetzt diese Trage bestellt extra für mich und eine Trage habe ich jetzt auch noch bestellt extra für den Papa, denn ich weiß ganz genau, Felix wird auch wieder tragen und diese Trage hier ist extra ab Geburt, also Baby-Size und für den Felix habe ich dann eine Trage bestellt, die ist extra für die spätere Zeit, denn Felix hat Angst, kleine Kinder zu tragen, also Neugeborene, aber er trägt viel lieber dann die Großen, er trägt Lia jetzt auch noch. Und genau, deswegen habe ich für ihn nochmal eine extra Trage bestellt und für mich jetzt eben hier die Cocardi. Ich zeige euch die mal. Es war mega schwer, sich da ein Design auszusuchen, weil es einfach so viele gibt. Und jetzt ist diese Trage angekommen und jetzt haben die einfach neue Designs rausgebracht und ich würde am liebsten schon wieder eine kaufen. Das ist echt verrückt. Cocardi kenne ich schon, boah, seitdem es die gibt, glaube ich. Weil ich einfach immer Thema Tragen verbindest du immer mit Cocardi irgendwie. Und genau, deswegen bei Lia hatte ich keine, weil mir die Tragen zu teuer waren. Und jetzt habe ich mich aber endlich mal für Cocardi entschieden. Da muss man auch einfach mal sich was gönnen. So, ich habe die auch noch gar nicht ausgepackt. Ich habe die extra hier original für euch eingepackt gelassen. Und ich würde sagen, wir öffnen mal die Schnalle. Genau, ich habe mich
zuerst für ein anderes Design entschieden, aber dann, also da dachte ich, egal, wenn es ein Junge oder ein Mädchen wird, ich würde auch ein Junge in einer rosa Trage tragen, weil es ist ja meine Trage. Und dann wusste ich, okay, es wird ein Junge und konnte mir das gar nicht mehr vorstellen und war froh, dass ich noch nicht bestellt habe. Und genau, jetzt habe ich mir etwas Jungsmäßiges ausgesucht. Muss jeder selber entscheiden. Für mich ist es einfach die perfekte Trage jetzt für uns zwei. Und ich denke, das ist das Wichtigste. So, Schnalle geöffnet. Ich hole sie jetzt das erste Mal aus. Ich habe ein bisschen Angst. So. Tada! Ich habe mich für dieses Design hier entschieden. Das blaue mit dem wunderschönen Baum. Die Kokadi-Tragen sind übrigens alle handgenäht. Also, das finde ich einfach so krass. Die sehen wirklich so top aus. Und ja, da sieht man einfach die Qualität. So sieht das Ganze, wie gesagt, aus. Wir haben hier so einen Sonnenschutz, so ein Sonnensegel. Ich habe mich hier übrigens für die Tie-Tie entschieden. Das ist das Modell mit den Schultergurten, die du selber schnüren musst. Und den Beckengurt, da hat man eben hier diese Schnalle. Die Baby-Size, die ich jetzt hier gewählt habe, ist übrigens von 3,5 bis 15 Kilo, also wirklich ab Geburt und dann bis jetzt Lias Alter. Lia wird jetzt 2, sie wiegt jetzt 14 Kilo. Also wirklich total toll. Wenn ihr länger tragen wollt, dann ja, müsste man sich für eine Toddler-Size entscheiden. Aber das kann man ja dann auch noch danach machen, wenn man dann wirklich noch meint, okay, trägt man länger, weil die Toddler-Size kann man dann wieder nicht ab Geburt nutzen. Hier ist es so, dass man den Steg hier eben mit Klettverschluss verkleinern kann und dann kann das Baby da optimal sitzen und das ist auch ab der Geburt. Genau, das ist also meine neue Trage. Ich habe mich hier extra für das Modell mit den selbst schnürbaren Schultergurten entschieden, weil ich das bei Lia auch sehr, sehr schön fand, dass man sich das so selber anpassen kann. Der Papa ist da nicht so der Fan von, der mag es lieber einfach, wenn man einfach das Zack-Klick zumachen kann. Und deswegen ist sein Modell auch eine Vollbuckle. Das heißt, sie ist überall zum ganz normalen Verschließen. So, hier sind übrigens immer so noch Aufbewahrungssäckchen dabei. Die sind nicht immer im gleichen Design, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. So hat man immer noch so ein bisschen was anderes. Wir haben jetzt hier so ein Weltkugel-Design. Finde ich auch schön. Und da kann man die dann eben immer schön aufbewahren. So, das war also meine neue Trage. Ich freue mich riesig damit zu tragen und bin sehr gespannt, wie der kleine Mann das mitmacht. Und jetzt fangen wir an mit bisschen Babykleidung. Wir mussten natürlich ein paar Sachen aussortieren, die einfach, ja, rosa waren. Ich will nochmal auf das Thema eingehen. Jeder muss es selber entscheiden, ob man seinem Sohn rosa anzieht oder nicht. Ich bin so, dass ich mir das nicht vorstellen kann und ich deswegen einfach, ja, der Meinung bin oder ich jetzt einfach ein paar neue Sachen dazu gekauft habe, weil ich meinen Sohn einfach ein bisschen jungsmäßig anziehen möchte. In 50, 56 tatsächlich brauchten wir gar nicht so viel, weil Lia war, also wir haben für Lia da 90% neutral gekauft und das heißt, da haben wir eigentlich fast eine komplette Ausstattung. Da fehlen einfach nur noch ein paar Bodys und ein paar Hosen und sowas, ein paar Strampler. Aber die kriege ich auch noch von meinen Geschwistern, beziehungsweise habe ich mir jetzt auch schon ein paar Sachen hier gekauft. Die habe ich einfach ab und zu mal bei Vinted bestellt, also auch gar nichts neu oder so, sondern einfach alles gebraucht, mir ein bisschen zusammengesucht, wenn ich mal ein Schnäppchen gefunden habe. Ich bin jetzt nicht extra auf die Suche gegangen irgendwie, sondern einfach beim Rumstöbern bei Vinted habe ich dann mal so ein Riesenpaket entdeckt und habe es dann direkt bestellt. Und da waren jetzt zum Beispiel drei kleine Höschen. Ich liebe ja die hier von H&M mit den Füßchen unten dran und dem langen Bündchen. Die sind einfach so schön für den Anfang. Die sind jetzt auch in 50, glaube ich. Ja, doch, hier sieht. Warte, Moment. 56. Genau, einmal in Grau. Dann einmal in Weiß mit so Wolken drauf. Auch die ist, glaube ich, in 56. Ja. Und dann einmal grau-weiß gestreift. Also hier seht ihr auch, das ist wirklich alles total neutral. Einfach nur, weil ich das Paket halt so entdeckt habe. Ich glaube, ich habe dafür 1 € bezahlt. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall liebe ich die Hosen mit den Füßchen. Das ist einfach mega praktisch bei den Kleinen. Bei der gleichen Dame habe ich bestellt noch Schlafanzüge. Die sind allerdings schon in 62, aber auch die waren mega günstig. Sie hat die nämlich
Vier Stück für 2 € verkauft. Also da kann man absolut gar nichts sagen. Das ist einmal hier ein dunkelblauer, auch die sind von H&M, aber ohne Füße. Genau, die liebe ich von H&M, die Schlafanzüge. Die trägt Lia auch 90%, weil die super lange mitwachsen durch keinen Fuß unten dran. Und weil sie einfach immer gut sitzen. Also H&M ist wirklich so eine Firma, das passt einfach immer gut. Also, weiß nicht, das ist immer einfach perfekt geschnitten. Und deswegen hier einmal in dunkelblau. Dazu gehört dieser hier mit den Sternen nochmal. Und dann gab es noch ein Set. Senfgelb. Und dann einmal dieser hier dazu mit so Sternen und Mond. Genau, und die haben jeweils 50 Cent gekostet. Und da habe ich direkt die 4 Stück mitgenommen. Und was ich auch noch gefunden habe bei der Dame, habe ich dann direkt alles auf einmal bestellt, waren einmal Hosen. Die sind allerdings schon in Größe 80. Aber auch die hat sie für 1 € verkauft. Also alle 3 zusammen. Und das ist so mega günstig. Einmal hier so in Grau. Einmal in Khaki-Grün und die Kleinen wachsen so schnell. Ich sehe das bei meinen Cousins. Jungs irgendwie gefühlt noch schneller als Mädchen. Also ja, deswegen habe ich jetzt einfach diese Hosen auch schon mitgenommen. Wie gesagt, hier einmal Grau und Khaki. Und dann hier noch so eine, die ist auch von H&M. Bei den anderen weiß ich das gar nicht. Nee, da steht keine Marke drin. Aber die hier ist auch von H&M, auch in Größe 80. Finde ich auch schon cool hier mit der Tasche. Und wie gesagt, die 3 Stück für 1 € und das wird ja nicht schlecht, wenn das hier bei uns auf die Zeit wartet, wo es dann getragen wird. Dann habe ich noch ein Set mir anfertigen lassen. Und zwar war das unser Outing-Outfit für Instagram. Nämlich hier kleiner Bruder. Das ist ein Pullover in 62-68. Und dazu gibt es noch diese Hose, die ist in so einem Mintgrün. Auch mega schön in Größe 62, 68. Und das ist eben dieses Outing-Outfit, was wir auf Instagram dann gepostet haben. Und genau, da freue ich mich auch, wenn der kleine Mann das anziehen kann. Lia hat ja auch das passende Outfit mit großer Schwester. So, dann habe ich noch ein paar Sachen bei Vintage bestellt. Und zwar einmal diese süße Jacke hier. Die ist eigentlich in 62, aber wir kennen Zara. Zara ist einfach immer kleiner als drin steht. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine 50. Weil die ist wirklich so mini. Und die wird es auch nicht lange tragen können, das Baby. Aber ich fand die einfach so süß. Und deswegen musste sie mit. Und ich glaube, die hat auch nur 2 € gekostet. Einmal hier drinne grau mit grauen Sternen. Und dann wirklich so schön dick, aber wirklich nur so dick, dass man wirklich sagen kann, wenn das Kind im August kommt, kann man die gerne auf dem Nachhauseweg anziehen. Also nicht allzu dick, aber auch nicht allzu dünn. Also wirklich eine schöne Jacke und hier mit sogar so einer kleinen Tasche dran. So, dann habe ich noch ein Body gekauft. Einmal, der ist von H&M, auch in 68 schon. Der sieht aber nicht so aus. Der sieht aus wie 56, 62. Ich glaube, der ist eingelaufen. Aber fand ich ganz süß hier mit diesem Hemd-Style. Dann einmal eine Hose, die ist in 56, auch von H&M. So 2 Knöpfchen. Und fand ich auch mega süß, so eine kleine Strickjacke. Auch die ist in 56, die ist von Primark. Genau, und die ist so meliert, aber finde ich auch total süß. So, und dann habe ich was bestellt bei Meinling. Da habe ich euch ja schon mal den Klangturm von Lia gezeigt. Und da haben wir auch noch was für den Kleinen gekauft, beziehungsweise wussten wir da noch gar nicht, was das für ein Geschlecht wird. Aber da habe ich auf jeden Fall hier nochmal 2 große Spucktücher mitgenommen. Die sind von Lessig, einmal mit so Punkten, einmal mit Walen drauf. Und die sind extra groß zum Pucken wieder, weil ich das ja wie gesagt ein bisschen intensiver machen möchte und deswegen genau hier einmal ein Set aus 2 Spucktüchern. Und dann habe ich noch eine riesengroße Krabbeldecke für euch. Die ist mega schön, die ist grau und dann sind hier so ja, Sterne drauf, die so glitzern und an jedem Ende ist hier so ein kleiner, was ist das, ein Wedel dran. Also ich finde es mega süß, sie ist auch richtig schön dick. Also das ist
perfekt für auf dem Boden spielen als Krabbeldecke, aber auch zum Kuscheln und sowas. Also ist wirklich eine tolle Decke. Auch vor allem ist sie auch recht groß. Also es ist wirklich total schön. Und ich finde es auch total schön, wie die hier so abgesteppt ist. Genau. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Die ist von babylabel.de. Aber genau. Verlinke ich euch auch alles in der Infobox. So, der Haufen neben mir wird ein bisschen dicker und hier wird alles leerer. So, und jetzt kommen wir auch noch zu ein paar Baby-Klamotten. Denn ich habe von einer Instagrammerin, also einer Influencerin, einer anderen Mami, habe ich was abgekauft. Und zwar einmal diese süße Latzhose hier. Da wussten wir auch noch gar nicht, was für ein Geschlecht es wird, aber ich fand die so süß mit den Elefanten. Und die gleiche habe ich schon in 50 bei Lia gehabt. Und jetzt habe ich sie hier nochmal in 62, weil ich sie einfach so süß fand und weil die auch ein mega Schnäppchen war. Sie hat das so in ihrer Insta-Story verkauft. Und ich fand das einfach so schön, deswegen habe ich die mitgenommen. Die ist von H&M. Genau, mit so kleinen Elefanten und Senfgelb. Passt immer. Dann habe ich noch gebraucht gekauft einmal zwei Jogginghosen. Die sind auch von Primark und sind beide in 56. Einmal blau, einmal grau. Und das erste, wo ich wirklich tatsächlich auf der Suche nachgegangen bin, das habe ich auch direkt gekauft, als ich wusste, dass ich schwanger bin. Das war so das erste Teil. Ja, das war das allererste Teil, was ich gekauft habe. Nee, das zweite Teil. Das erste war eine Zara-Jacke. Die zeige ich euch auch gleich noch. Ich habe auf jeden Fall komplett Vinted nach diesem Set durchsucht und dann habe ich es gefunden, und zwar dieses hier. Es ist beige, meliert und dann steht da Hello drauf. Und das ist in einer ganz kleinen, zarten 50 von H&M. Also wird auch nicht so lang passen, aber ich finde es einfach so süß. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das das Homecoming-Outfit wird, wenn wir bis jetzt nichts Besseres finden. Aber genau, ich finde das einfach so süß. Hier ist auch noch so eine kleine Hose dabei. Es ist einfach so goldig. Es musste einfach mit. Genau, das war das Erste, wo ich wirklich intensiv nachgesucht habe, weil ich dachte, okay, das brauche ich auf jeden Fall. Und das ist auch völlig egal, ob Junge oder Mädchen. Das musste ich haben. So, dann habe ich noch ein Schlafi gekauft. Und zwar ist der auch in 50, glaube ich. Nee, 62 steht drin. Ist es aber niemals in 62. Ist mega klein. Der ist von Steif, wie ihr seht. Den finde ich auch total süß. Der ist auch so grau. Ich glaube, den habe ich auch mal bei Vinted gekauft. Dann habe ich noch eine Hose gekauft. Die war auch bei irgendeinem riesengroßen Vinted-Paket dabei. Auch von H&M ist sie so eine kleine Leggings. Und diesen Overall habe ich auch tatsächlich gesucht bei Vinted, weil ich den so schön fand. Den habe ich bei Instagram mal gesehen bei einer Mutti und ich musste ihn einfach haben, jetzt wo ich wusste, es wird ein Junge. Und genau, der ist in 56, nee, in 50 sogar von H&M. Also ganz klein noch. Aber den finde ich auch total schön. Diese Overalls sind übrigens mega praktisch. Die ziehe ich bei Lia auch total, total gern an und das sieht einfach immer cool aus. Dann habe ich noch eine kleine Hose. Die ist weiß mit schwarzen Sternen drauf. Die war auch bei irgendeinem Paket von Vinted dabei. Ist in 56 von H&M. Da habe ich irgendwo auch noch den passenden Body in der Kiste. Genau, war wie gesagt so ein riesengroßes Set. Dann habe ich auch bei Vinted noch gekauft diese Jacke hier. Die habe ich bereits bei Lia gehabt in 50 oder 56. Und jetzt habe ich sie hier nochmal in 62, einfach weil ich sie gesehen habe. Und es war ein mega Schnäppchen. Und ich fand die bei Lia schon süß, deswegen habe ich sie jetzt nochmal 62 gekauft. Ich glaube, ich habe die jetzt dreimal. Genau, die ist auch von H&M, aber ich glaube, die ist schon ein bisschen älter, weil wie gesagt, Lia hatte die auch schon. Aber auf jeden Fall auch recht süß. Und kurz vor der Schwangerschaft habe ich irgendwie ein Paket gekauft bei Vinted für Lia. Und da war, und die hatte diese Jacke hier noch im Angebot. Und die war auch mega günstig und da habe ich die dazu bestellt, weil uns war ja klar, es kommt noch ein Geschwisterchen und deswegen habe ich die schon mitgenommen und ich glaube, die war mega günstig. Genau, die ist von Antix Family in Größe 68. Und die hat hier so kleine Bärchentaschen. Auch voll süß. Ich liebe ja so Strickjäckchen, die ist einfach genau meins. So, dann habe ich nochmal zwei Schnullerketten für euch. Und zwar einmal von Meinling. So eine Holzschnullerkette. Die habe ich euch auch schon mal in einem Vlog gezeigt. Auch sehr süß. Und bei Lia damals habe ich ja dieses riesengroße Cueca-Paket von All About Anna abgekauft. Und da war diese Schnullerkette hier dabei. Und die habe ich noch gar nicht ausgepackt, habe ich gesehen.
Und die ist Mint und die können wir jetzt perfekt benutzen. Lia hat ja keinen Schnuller genommen, deswegen brauchen wir da keine Schnullerketten. Aber jetzt, ja, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich die jetzt auch hier in der Kiste und wollte sie euch nochmal zeigen. So, meine kleine Maus kommt immer rein. Die spielt nämlich gerade in ihrem Zimmer nebenan. Ich bin ganz froh, dass ich mal kurz das Video hier drehen kann. So, jetzt habe ich noch einen Haufen Bodies für euch. Auch die habe ich bestellt. Da wusste ich noch nicht, was es wird. Aber ich habe gesehen bei den 50 und 56er Bodies, dass wir einfach noch ein paar brauchten. Und bei Lia damals war das auch ein richtiges Problem, weil die hat so viel gespuckt, dass wir immer zu wenig Bodies hatten. Und deswegen habe ich mir gesagt, beim nächsten Kind kaufen wir mehr. Und ich habe jetzt auch nochmal, als ich nochmal nachgeschaut habe, musste ich auch ein paar rosane aussortieren. Und deswegen war ich ganz glücklich, dass ich dieses Set schon gekauft hatte. Und jetzt haben wir immer noch nicht genug, aber ich weiß ganz genau, ich kriege von meinen Geschwistern noch welche, beziehungsweise von meiner Schwester, die gerade einen kleinen Buben hat, der gerade 56 trägt, beziehungsweise gerade rauswächst. Und genau, weiter zu diesem Paket, es war ein riesengroßes Set, also alle habe ich bei Vinted bei einer Dame gekauft, mit der einen Hose noch zusammen und sowas. Alle von H&M, alle Wickelbodies, denn Wickelbodies sind einfach Gold wert. Und zwar dieser hier in 56, einmal dunkelgrau. Dann der hier zu der Hose mit den Sternchen drauf, auch in 56. Dann noch einer mit Sternen, aber der ist so ein bisschen beige. Der ist in 56. Dann ein weißer in 62. Huch, wie ist der denn dazwischen gerutscht? Auf jeden Fall einer in 62. Tatsächlich ab 62 brauchen wir fast alles komplett neu, weil ich alles meinen Geschwistern gegeben habe, was neutral war und was jungsmäßig war. Und jetzt muss ich alles ja, entweder wiederholen oder eben neu besorgen. So, der nächste ist rot. Ich finde den so unglaublich schön. Und der ist, glaube ich, in 50, genau 50. Bei Lia hatten wir nur ganz wenig 50er Bodies, ich glaube 5 oder 6 Stück. Und es war schlimm, weil Lia über einen Monat 50 getragen hat. Ja, deswegen diesmal ein paar mehr in 50. Hier einmal in 50. Dann einmal in Grau, ganz normal Grau in 50. Noch einmal Grau in 50. Und noch einmal Grau in 50, diesmal ein bisschen dunkler. So, dann habe ich bei Instagram bestellt einmal diesen Body hier. Let the Adventure Begin. Richtig süß. Auch ganz klein. Genau, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, wo ich den her habe. Und dann kommen wir zu dem ersten Teil, was ich bestellt habe. Und zwar diese Jacke hier. Auch von einer anderen Influencerin. Mega süß hier mit den Öhrchen. Die ist von Zara. Soll angeblich eine 62 sein. Ist aber auf jeden Fall 50, 56. Und genau, die habe ich als allererstes bestellt und das war sogar so verrückt, das war vor dem positiven Test, aber ich wusste einfach, ich bin schwanger und deswegen, genau, da habe ich die bestellt und siehe da, alles richtig gemacht. So, der Haufen wird immer größer, aber die Kiste immer leerer. Ich habe noch ein richtig tolles Set für euch, was ich euch auch schon mal auf Instagram gezeigt habe. Und ich bin so verliebt. Erstmal dieser Pullover hier. Mega süß. Erstmal die Streifen, dann diese kleinen ganzen Details. Ich bin einfach so verliebt. Dazu eine passende Mütze mit so senfgelbem Ripstoff. Hier noch so ein Knöpfchen dran. Und innen auch wieder gestreift. Dann auch noch passende Schürchen in dem Design. Und ein passendes Halstuch. Das ist wendbar. Einmal rot, einmal Senf. Und dann noch die passende Hose. Auch die ist mega cool hier mit den Knöpfen. Und hinten am Böppis auch nochmal so ein kleines Detail. Richtig schön verlinke ich euch auch unten in der Infobox den Instagram-Shop. Das ist mega. Die hat so schöne Sachen. Und im Moment ist ja überall so dieses Minimalismus und so schlicht. Aber sie macht einfach richtig farbenfrohe Sachen. Und das ist einfach so schön. Und genau, da habe ich dieses Set bestellt, da wussten wir auch noch nicht, was es wird. Und das ist in 62,68. Weiter geht's mit einem weiteren Instagram-Shop. Und zwar habe ich da ein Set bestellt aus einer Leggings, auch in 62,68. Einmal in so gerippt. Und dazu eine
Mütze mit so einer Sonne vorne drauf. Richtig schön. Lia hat dazu einen passenden Pullover mit den Sonnen drauf. Und dazu gab es auch noch so ein Halstuch. Mega süß und kann man mega cool kombinieren mit einem weißen Body oder sowas. Und dann habe ich bei DM vor kurzem gekauft noch diese süße Mütze hier. Die ist in so beige-weiß und ich finde die so schön. Die ist, wie gesagt, von DM und die hat 2,90 € gekostet. Das war auch einer der ersten Teile, die ich hier bei Vinted bestellt habe. Und zwar dieser Schlafi mit dem Elefant drauf in 56. Und ich wollte ihn unbedingt jetzt für Lia haben und habe sogar auf Instagram eine riesengroße Suche gestartet. Und dann habe ich ihn tatsächlich noch bei Vinted gefunden und jetzt hat Lia denselben nur in riesengroß. So, ich habe noch ein Spielzeug für euch und zwar diese Biene hier. Die ist auch von Meinling. Und ein Kuschelhasen von babylabel.de, finde ich auch so goldig. Richtig schön habe ich mich für ein Weiß entschieden. Ich das einfach sehr schlicht finde und total süß. So, und dann habe ich nur noch drei Mützchen für euch und fünf Paar Socken. Einmal diese kleine Mütze hier mit so Öhrchen oben dran. Dann auch noch mit Öhrchen so eine kleine weiße Mütze. Die sind alle von H&M. Und hier noch eine graue mit Öhrchen. Und dann, wie gesagt, einfach vier Paar, fünf Paar weiße kleine Mini-Söckchen. Und das war's auch schon mit dem Haul. Das war alles, was ich bis jetzt gekauft, bestellt, geschenkt bekommen habe. Genau, das war einfach alles. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in der Infobox, außer die Sachen natürlich von Vinted. Das wird schwierig. Ich kann euch Vinted aber allgemein empfehlen. Das ist natürlich keine Werbung oder so. Aber ich shoppe da wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe mir da auch mega viel Umstandsmode gekauft. Das kommt dann bald in einem Extra-Video. Dann mache ich nochmal einen Haul. Und genau. Ich würde es einfach sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und schreibt es unten in die in die Kommentare. Dann weiß ich da Bescheid. Ich weiß aber nicht, ob Leute das wirklich so lange gucken. Also ich tatsächlich gucke nur Babyhauls bei YouTube. Ich liebe das. Einfach auch, um mich inspirieren zu lassen. Aber ja, mal schauen, wie das bei euch ist. Schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!